Ich begrüße euch ganz herzlich bei dieser Aufnahme. Thema ist Wasser, die Geheimnisse des Wassers. In diesem Bild könnt ihr erkennen, wunderschön, ein Wassermoleküle. Und das zeigt sich in dieser Form wie ein Kristall. Dr. Masaru Emoto aus Japan hat in diesem Bereich geforscht. Er hat eigentlich Frequenzen, Schwingungen untersucht und dabei etwas entdeckt, das die Wasserinformationen aufnimmt und speichert. Und Wasser hat auch Gedächtnis und ein Wassermoleküle, was wir auch kennen, H2O, verändert sich durch diese Informationen die Struktur und bildet sich ein Hexagon, diese sechseckige Formel. Und das ist auch interessant, das Wasser speichert Information, bildet diese Hexagon und in Technik wird die gleiche Muster verwendet. In Speicherkarte, im Handys ist die gleiche Prinzip. Die haben diese Kristallstruktur übernommen, die gleiche Geometrie und das hat die Fähigkeit, eine ganze Menge Informationen aufnehmen und speichern. Aber zurück zum Wasser. Dieses Bild zeigt sich, diese Struktur, wenn wir Ehrfurcht begegnen oder Verehrung an jemand oder Ehrfurcht, dann bildet sich das Wasser, dieser Kristall, diese Struktur. Diese Form bleibt Hexagon, aber verändert sich die Muster je nach Gefühlen, je nach Informationen. Und informierte Wasser mit schönen Gedanken oder Wörtern oder Zahlen oder Musik oder Gefühlen, eine wunderschön gebildete Struktur des Wassers, ist auch heilend. Weil so reagiert nicht nur unserem Körper und unserem Körper besteht Großteil aus Wasser, sondern auch die Blutbildung ändert sich dadurch auch, weil das nimmt unseren Zellen auf und unseren Zellen besteht auch Großteil aus Wasser. Also diese Struktur von Wasser kann heilend wirken. Wasser aufnimmt Buchstaben, Zahlen, Wörter, Musik und auch Gefühlen, egal aus welchem Sprache das kommt, sondern die Wasser reagiert auf Schwingung. Auf diese Schwingungen reagiert und verändert diese Struktur. Mit diesen Aufnahmen möchte ich etwas zeigen in diese Richtung und auch die Dankbarkeit aussprechen für diese großartige Arbeit für Dr. Masaru Emoto. Er lebt nicht mehr, aber er hat diese Bilder fotografiert. Das ist Wasserkristallfotografie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse.
das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn, in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.